meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen aus der Zentrale des BSA in Wien. Es wäre heute schon schön gewesen, Sie alle in der Zentrale zu begrüßen, aber aufgrund der Tatsache, dass die Lockdown-Beschränkungen noch nicht ganz aufgehoben sind, haben wir uns entschlossen, diesmal diese Veranstaltung vollkommen im Netz auszurichten. Es handelt sich dabei um eine Serie von Veranstaltungen, die Wiener Stadtregierung zu Gast im BSA. Das bedeutet, dass bis zum 26. September, 23. Entschuldigung, wenn der Bürgermeister Ludwig hier zu Gast sein wird, in unregelmäßigen Abständen alle Stadträtinnen und Stadträte der Sozialdemokratie hier im BSA zu Gast sein wird. Mein Name ist Leopold Dungl, ich bin Stadtplaner und Architekt. Ich bin schon so viele Jahre im BSA, dass ich die Jahre nicht mehr so genau gezählt habe. Mein Schwerpunkt im BSA ist die Fachgruppe der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker. Ich freue mich sehr, dass ich heute die erste dieser Veranstaltungen moderieren darf. Und noch viel mehr freut es mich, dass ich dabei begrüßen darf Katrin Gahl, die amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, ein sehr großes Bouquet an Verantwortungsbereichen, die du in deinem Bereich hast. Und nachdem wir ja wirklich immer noch in einer Krise sind, die Gesundheitskrise wird hoffentlich einigermaßen ausgestanden sein, die Wirtschafts- und Sozialkrise ist sicher noch lange nicht zu Ende. Deswegen ist es sehr interessant, die Frage an dich als Spitzenpolitikerin zu stellen, wie stark beeinflusst diese Krise deine Agenda in Stadträtin? Also zunächst einmal auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier bei euch sein darf. Auch wenn es wirklich ein bisschen ungewohnt ist, dass wir zwei hier so alleine sitzen und nicht die anderen Mitglieder des BSA hier sind, freut es mich trotzdem, dass ich diese Veranstaltungsreihe mit dir gemeinsam starten darf, lieber Leo. Ja, du hast schon richtig eingeleitet, die letzten Wochen und Monate waren ganz sicher nicht einfach für diese Stadt und für dieses Land. Und nach der Gesundheitskrise, die gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass es ein öffentliches, ein starkes Gesundheitswesen gibt, und wir haben gerade in Wien bewiesen, dass wir hier wirklich top aufgestellt sind, kommt jetzt die Zeit danach, und das ist natürlich eine Wirtschaftskrise, das stellen sich auch die sozialen Fragen sehr, sehr stark, und da kommt mein Wohnbauressort natürlich jetzt auch ins Spiel. Viele Menschen sind von Kurzarbeit betroffen, viele Menschen sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich mein tagtägliches Leben noch meistern? Und deshalb war mir von wirklich Anfang an wichtig, gemeinsam mit den vielen großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, die auch viele Mitglieder beim BSA sind und mich schon die letzten zwei Jahre sehr unterstützen, wie können wir den Menschen das Sicherheit geben? Weil gerade in so unsicheren Zeiten ist es wichtig, doch ein bisschen Sicherheit zu Hause zu haben. Und da hat vor allem Wiener Wohnen großartig reagiert und wir haben ziemlich schnell gesagt, es gibt einen Delogierungsstopp bei Wiener Wohnen. Das heißt, all jene, die sich die Miete nicht leisten können, müssen keine Angst haben, dass sie jetzt ihre Wohnung verlieren. Und das sind dann auch in der kürzester Zeit die gemeinnützigen Bauträger mitgezogen. Also da hat sich diese Partnerschaft im Wohnbaubereich wieder mal ausgezeichnet, dass die Mieterinnen und Mieter wirklich sicher sein können, dass sie ihre Wohnung behalten. Man muss aber auch ehrlich sein, dass ein Delogierungsstopp natürlich nur heißt aufgeschoben und das ist nicht aufgehoben. Das heißt, irgendwann einmal wird die Miete wieder fällig und deshalb haben wir auch gleich parallel dazu überlegt, wie können wir die Menschen unterstützen, weil jetzt haben sie zwar die Sicherheit ihrer Wohnung, sie verlieren sie nicht, aber sie müssen die Miete bezahlen. Und deshalb war klar, dass wir auch im Bereich der Wohnbeihilfe ein bisschen was verändern müssen, und zwar insofern verändern, dass wir sie vereinfachen. Dass die Antragstellung einfacher ist, dass man sie schneller bekommt, dass man in dieser Notsituation, in der sich jetzt viele befinden, schneller Unterstützung bekommt. Und das waren die zwei so ersten wesentlichen Maßnahmen, die wir in Bezug auf diese Corona-Krise gesetzt haben. Ist der Eindruck richtig, dass für den Bereich, für den du politisch auch verantwortlich bist, nämlich für die Frage der Frauen, hier sich die Gesellschaft ein bisschen zur Kenntlichkeit entstellt hat, dass man jetzt feststellt, wir sind noch nicht so weit, wie wir eigentlich gerne gewesen wären. Und es sind außerdem auch
Anzeichen erkennbar, dass vor allem auf Ebene der Bundespolitik da auch Rückschritte stattfinden. Das stimmt, da muss man besonders gut aufpassen, dass es jetzt diesen Rückfall in alten Rollenbildern nicht gibt. Denn was die Krise sehr wohl gezeigt hat, ist, was für großartige Arbeit die Frauen in unserem Land leisten. Wie viele in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind und von Anfang an und durchgehend zum Beispiel an der Supermarktkasse gestanden sind oder viele, viele andere Bereiche im Pflegebereich sind, glaube ich, um jetzt keine falsche Zahl zu sagen, aber 70% weiblich. Und die waren auch von Anfang an sozusagen an vorderster Front. Und das hat uns diese Krise wieder mal, glaube ich, vor Augen geführt. Das war vielen nicht bewusst und das ist gut so. Und es war auch der Applaus und die Anerkennung und die Wertschätzung gut so. Aber das kann definitiv nicht alles gewesen sein. Also jetzt gilt, dass man das nicht wieder vergisst oder dass das nicht in Vergessenheit gerät, sondern dass man da jetzt drauf schaut, was kann man hier noch tun. Dass die Gewerkschaft vor allem ein wichtiger Partner. Aber ja, auch vor allem schauen, dass es kein Rückfall ist, dass man sagt, arbeiten, egal ob jetzt Homeoffice oder auch, wie gesagt, draußen, immer wieder draußen an der vordersten Front, daneben noch die Kinder betreuen, Homeschooling machen, den Haushalt machen. Da war schon sehr, sehr viel Belastung für viele, viele Frauen da. Welchen Teil kannst du für Wien mit der Schwungmasse, die du aus Wien mitbringst, selbst zum Positiven gestalten? Und wo müsste man sagen, dass es auch auf der Bundesebene deutlich mehr Unterstützung bräuchte? Ja, da ist natürlich vor allem die Bundesebene gefragt. So ehrlich muss man sein. Und die Sozialpartnerschaft, die Gewerkschaften. Aber was man definitiv sagen kann, ist, dass wir in Wien absolut Seite an Seite hier mit den Gewerkschaften kämpfen und arbeiten und sie unterstützen. Und dort, wo wir was leisten können, das natürlich auch tun. Mir fällt immer auf, du bist ja in deinem Ressort, wenn man das auf Wirtschaftsebene vergleicht, durchaus die Vorstandsvorsitzende eines Konzerns. Verantwortlich alleine im Gemeindebau für eine 500.000 Menschen. Eine unglaubliche Vielfalt an einzelnen Maßnahmen, die du schon auf den Weg gebracht hast. Du hast ja dein Ressort vor 2 Jahren, es ist fast genau 2 Jahre her, von Michael Ludwig übernommen und hast dich politisch von der Pike auf hinaufgearbeitet sozusagen. Also du warst von 2001 bis 2005 Bezirksrätin, dann 2005 bis 2018 Gemeinderätin und diese 2 Jahre als Stadträtin hast du auch deine Spuren erstmals in der Exekutive sozusagen hinterlassen. Ist das manchmal schwierig, gerade wenn man jetzt vor einem Wahlkampf stehen, dass man diese Fülle an Aufgaben, die man bewältigt, in diesen kleinen Filtern, die in der medialen Wirklichkeit dann vorhanden sind, teilweise nur mit großer Mühe transportieren kann? Ja, das ist mitunter nicht einfach. Vor allem muss man auch immer wieder aufpassen, dass man nicht die eigenen Sachen, die einem völlig klar sind, dann oft auch vergisst oder nicht mehr sagt, wenn man sich denkt, man hat es eh schon 100-mal erzählt und das müssten eigentlich alle wissen. Das ist de facto nicht so. Man muss es aber auch so erklären und so kommunizieren, dass es auch wirklich ankommt bei den Leuten. Es sind mitunter oft nur Schlagwörter, die überbleiben. Aber dafür haben so Leute wie ich in solchen verantwortungsvollen Positionen auch großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen da unterstützen, sowohl auf der Verwaltungsebene als auch im Büro, damit wir wirklich schauen, wie können wir die richtigen Maßnahmen und die richtigen Botschaften dazu kommunizieren. Jetzt ist eine sehr spektakuläre, ich will es immer noch als spektakuläre bezeichnen, Aktion, den Gemeindebau neu zu etablieren. Die ersten Gemeindebauten, der erste Gemeindebau wurde ja schon realisiert. Insgesamt soll aber 4.000 Gemeindewohnungen bis Ende dieses Jahres auf den Weg gebracht werden. Welchen Einfluss auf die Gesellschaft insgesamt versprichst du dir davon? Einen großen Einfluss, weil der Gemeindebau ist wirklich ein sicheres Wohnen, ein absolut sicheres Wohnen, ohne Eigenmittel, mit günstigen Mieten, ohne Befristungen. Das ist das Modell, um das uns wirklich ganz Europa beneidet und das habe ich sehr schnell in der Funktion jetzt kennenlernen und erfahren dürfen, wenn ausländische Delegationen da sind, die sich immer wieder nach unserem Wiener Wohnbaumodell erkundigen. Und das sind natürlich die Gemeindewohnungen, da haben wir 220.000 davon, ein wesentlicher Beitrag. Natürlich auch gemeinsam mit den Geförderten, aber der Wiener Gemeindebau ist schon etwas Besonderes. Über
ganz Wien verteilt. Das ist auch immer sehr wesentlich, nicht konzentriert am Stadtrand, sondern über ganz Wien verteilt. Und als der damalige Bürgermeister Michael Häupl mit dem damaligen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig wieder verkündet hat, dass wir wieder Gemeindewohnungen bauen, dann war das schon ein ganz starkes Zeichen sozialdemokratischer Wohnbaupolitik. Denn Wohnen ist für uns ein Grundrecht und das kann man im Gemeindebau ganz besonders sehen. Und jetzt ist es die Aufgabe, das natürlich umzusetzen und du hast das schon richtig gesagt, wir haben den ersten Gemeindebau neu schon eröffnen dürfen und der steht in Favoriten, das ist der Barbara Pramerhof, ein wirklich, wirklich schöner Gemeindebau in Oberlau. Und diese Wohnungsübergabe war schon etwas ganz Besonderes, auch für mich und auch emotional wirklich etwas ganz Aufregendes. Und wir führen das weiter fort, wir entwickeln Gemeindebauwohnungen in der Donaustadt, in Floridsdorf, aber zum Beispiel auch, und das ist auch ein Projekt, das mir besonders gut gefällt und auch zeigt, was wir unter dem Wiener Wohnbaumodell verstehen, nämlich im 7. Bezirk, also sozusagen mitten in der Stadt, am Gelände des ehemaligen Sophienspitals, entstehen so 100% geförderte Wohnungen und da ist ein Teil davon Gemeindewohnungen. Und das ist schon ein Bekenntnis zum Wiener Wohnbaumodell in ganz Wien. Jetzt haben wir es ja in Wien mit dem Phänomen zu tun, nicht nur in Wien, aber auch steigende Grundpreise. Und da ist doch diese Widmungskategorie sozialer Wohnbau eine wichtige Maßnahme. Ich glaube, es läuft jetzt schon langsam an, die Wirkung, die davon ausgeht. Wie schätzt du das ein und was kommt da noch an dämpfenden Effekten auf uns zu? Wie gesagt, man merkt von Beginn an in dieser Funktion der Wohnbaustadträtin, dass das europaweit ein sehr anerkanntes Modell ist, was wir hier leisten in Wien seit 100 Jahren. Und Wien ist aber trotzdem auch, was die Wohnbaupolitik betrifft, keine Insel. Auch wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen. Eines davon war der Bevölkerungswachstum und das andere war, wie du es so richtig erwähnt hast, die steigenden Grundstückspreise. Und wir haben uns überlegt, wie können wir dem entgegentreten, damit wir Spekulationen ein Ende setzen im Grundstücksbereich. Und da war diese Flächenwidmungskategorie, so wie ich finde, der richtige Weg, um auch zu zeigen, das ist auch unser Bekenntnis zum leistbaren Wohnraum, das ist unser Bekenntnis zum geförderten Wohnbau. Und das sichern wir mit dieser Flächenwidmungskategorie auf Dauer, also auch für die Zukunft ab. Das heißt, wenn in Zukunft Wohnraum gewidmet wird, sind 2/3 davon geförderte Wohnungen. Wir haben das letztes Jahr beschlossen in der Bauordnungsnovelle und eine Flächenwidmung braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis sie in die Gänge kommt und jetzt sind schon die ersten Flächenwidmungen sozusagen am Start, wo die neue Flächenwidmungskategorie greift und ich erwarte mir vor allem für die Zukunft sehr, sehr viel davon. Wie sind denn deine Einschätzungen, was die Wohnbauleistung pro Jahr betrifft? Da sind wir ja mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau angelangt. Wird dieser Bedarf anhalten oder ist unter Umständen auch krisenbedingt mit einer Dämpfung der Nachfrage zu rechnen? Das stimmt, wir sind wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Da arbeiten alle handelnden Partner Hand in Hand und sehr gut und sehr professionell zusammen. Wir reden auch von einer Wohnbauoffensive, die wir gestartet haben und wir entwickeln Quartiere in der ganzen Stadt verteilt, die wirklich großartig sind. Es ist Corona-bedingt oder Covid-19-bedingt jetzt ein bisschen zu einer Verzögerung gekommen, aber ich glaube, dass wir trotzdem auf sehr, sehr gutem Weg sind, um unsere Leistungen zu erbringen und somit auch preisdämpfend auf den Wohnungsmarkt einzuwirken. Ich möchte ganz kurz ein bisschen in deine persönliche, familiäre Sozialisation einsteigen. Das ist ziemlich eindeutig. Ich finde das sehr spannend, dass dein Vater in Wien bereits eine sehr zentrale politische Rolle gespielt hat. Ich kann mich selber auch noch an ihn erinnern, weil ich damals als junger VSÖ-Wien-Vorsitzender auch im Wiener Ausschuss dabei sein konnte. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, wie wir damals von der Zentrale mit Informationen versorgt wurden. Das waren so A5-Kärtchen in sehr knalligen Farben. Der sogenannte Rednerdienst, den haben wir dann am Abend der Woche haben wir so ein Packel bekommen. Jetzt stelle ich mir das in deinem Fall, wo du ja mehr oder weniger aus Gnade der späten Geburt mit diesen Dingen gar nicht mehr persönlich konfrontiert hast, aber familiär könnte ich mir vorstellen, dass dein Vater und du über diese
alte Form, wie früher Politik gemacht hat, und über die neuen Formen, teilweise in den sogenannten sozialen Medien, durchaus auch diskutiert. Hat sich da was für dich herauskristallisiert, wo du auch mit den neuen Medien mit Augenmaß umgehen kannst? Also mein Vater und ich diskutieren sicher sehr, sehr viel. Aber er ist einer meiner engsten und wichtigsten politischen Berater, und zwar jetzt nicht in der tagtäglichen Arbeit, aber so in dieser grundsätzlichen Arbeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn an meiner Seite habe und ihn immer noch um Rat fragen kann, wenn ich es brauche. Das ist schon sehr wichtig, wenn man so einen Hintergrund hat, dem man zu 100% vertrauen kann. Und ich habe auch den Bezirk übernommen nach meinem Vater als Bezirksparteivorsitzende, war dann, wie du auch gesagt hast, im Wiener Gemeinderat, aber ich habe mit meinem Vater nie darüber diskutiert, dass zum Beispiel früher alles besser war oder er ganz sicher alles besser gemacht hat, als dass ich oder wir das jetzt tun, das neue Team, sondern ganz im Gegenteil, ich bin mir auch sicher, er schaut jetzt zu, weil er hat auch Facebook entdeckt. Also in diesem Bereich haben wir keine Diskussionen und da ist er sehr modern, da ist er sehr, sehr fit. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich viele Themen mich auch immer wieder mit ihm rückkoppeln und rücksprechen kann. Und was sind jetzt die Segnungen der neuen Technologien aus deiner Sicht? Es gibt ja nicht nur Segnungen in dem Zusammenhang. Das stimmt, es gibt nicht nur Segnungen, aber es ist schon so, dass man Informationen und Botschaften viel, viel schneller kommunizieren kann. Man kann heute über alle sozialen Medien sehr schnell seine Arbeit und seine Projekte verkaufen oder versuchen zu verkaufen. Ich finde schon, dass das ein ganz großer Vorteil ist. Man darf aber da trotzdem auch nicht die sogenannten alten, unter Anführungszeichen, Vorgänge vergessen, weil ich persönlich liebe nach wie vor die persönlichen Gespräche und die persönlichen Kontakte, die halt leider gerade sehr, sehr schwierig sind, sehr. Weil man da auch mit seiner Art, mit seiner authentischen Art sehr punkten kann und sehr viel erreichen kann. Aber nichtsdestotrotz, und wie gesagt, einmal Fakten und Projekte rauszubringen, sind die sozialen Medien großartig. Ich würde aber auch sehr differenzieren zwischen beruflich und privat. Da glaube ich, muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, so gut, dass es geht. Aber natürlich, wenn man mal in einer gewissen Funktion ist, steht man im Blickpunkt der Öffentlichkeit und damit muss man verantwortungsvoll umgehen. Ich bin dir ja in diesen Räumlichkeiten schon mehrfach begegnet. Einmal, da haben die Technikerinnen und Techniker der Stadt Wien dich hier eingeladen als Referentin. Da hätten wir übrigens auch schon dieses Medium brauchen können, weil da war der Raum hier so brechend voll, dass man nicht einmal mehr einen Stehplatz bekommen hat. Da wären sicher auch noch gerne Leute draußen beim Monitor gestanden. Und das zweite Mal oder die Male danach haben wir uns in einer kleinen Runde getroffen. Ein paar Expertinnen und Experten. Und da habe ich bemerkt, wie wichtig es dir auch ist, hineinzuhören, was Leute, die professionell unterwegs sind, sich denken und damit auch Impulse zu holen für deine Politik. Wenn man jetzt diese Möglichkeiten hernimmt, über den Tellerrand hinauszuschauen, und du bist natürlich in einem sehr fordernden Alltag, gibt es ein paar Themen, die du auch mittelfristig, auch wenn die jetzt nicht einmal bis zum nächsten Wahltermin aufgeblüht sind, die für dich mittelfristig eine Art von Kompass darstellen? Mir ist es sehr, sehr wichtig, mich immer auszutauschen mit vielen Expertinnen und Experten, so wie du auch einer bist, weil ich davon nur profitieren kann. Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe. Ich habe jetzt in diesen 2 Jahren dieser wirklich verantwortungsvollen Position gesehen, wie viele großartige Menschen im Magistrat der Stadt Wien arbeiten. Und ich habe auch ein wirklich tolles Team bei mir im Büro. Und wenn man sich so gut eingebettet fühlt und so gut aufgehoben fühlt und aber auch bereit ist, Ideen und Anregungen anzunehmen, dann glaube ich, kommt man ganz gut vorwärts. Klar, schlussendlich trage ich die politische Verantwortung und muss entscheiden, aber es ist sehr, sehr gut zu wissen, dass man sich austauschen kann mit Menschen, die es einem gut meinen und die vor allem im Interesse der Wienerinnen und Wiener handeln. Und so überlegen wir uns laufend Projekte und Maßnahmen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und die wesentliche Prämisse in allen Projekten ist einfach, das leistbare Wiener Wohnbaumodell weiter zu sichern und auch auszubauen und auch ein bisschen in die neue Zeit zu bringen. Wir haben zum Beispiel auch ziemlich am Anfang schon gestartet mit unserem Wohnmodell für Alleinerziehende, das mittlerweile in vielen, vielen Bauträgerwettbewerben jetzt schon fixer Bestandteil ist.
um dieses Thema Alleinerziehende hervorzuheben, ist auch ein bisschen so die Kombination von Frauen und vom Wohnbauressort, weil gerade Alleinerziehende besonders vom Leistbarenwohnen abhängig sind, können natürlich auch Männer sein, aber wir wissen, in der Realität sind es mehrheitlich Frauen, um ihnen das Leben einfacher zu machen. Wir haben jetzt aber auch zum Beispiel bei Wiener Wohnen startet mit Juli 2020 der Wohnbedarfsgrund für Alleinerziehende. Also auch hier gehen wir einen Schritt weiter. Mir ist wichtig, dass die Menschen sich vom Wohnbauressort und vom Frauenressort sehr gut serviciert fühlen. Wir starten auch bei Wiener Wohnen mit der digitalen Wohnungsvergabe. Auch das ist ein wirklicher Meilenstein und ein wesentlicher Schritt, den Wiener Wohnen hier geht. Weg von dem Wohnung zuweisen, du hast zweimal die Möglichkeit und dann hast du viel Pech gehabt, hin zum Aussuchen, damit du wirklich dir die Wohnung dann anschauen kannst, die für dich in Frage kommt. Also all das sind so Schritte, die mir sehr wichtig sind. Bemerkenswert finde ich auch, weil du Wiener Wohnen schon genannt hast, dass ihr jetzt wieder in die Einzelbetreuung der Wohnanlagen gewechselt seid. Nachdem 2000 das Hausbesorgergesetz von der damals schwarz-blauen Bundesregierung abgeschafft wurde, ist der Hausbesorger, die Hausbesorgerin Geschichte gewesen. Und ihr habt auch schon, dein Vorgänger Michael Ludwig, über mittlerweile mehr als 10 Jahre sehr beharrlich daran gearbeitet, dass dieses Hausbetreuermodell nach Pilotprojekten und so weiter nunmehr vergangenes Jahr, glaube ich, ausgerollt wurde auf die einzelnen Bewohner. Das ist für mich so ein Beispiel. Viel Arbeit im Hintergrund, eine sehr wichtige Maßnahme, die wahrscheinlich, glaube ich, schon auch sehr stark zum Positives zum Zusammenleben der Menschen in den Wohnungsanlagen beiträgt, aber nicht ganz so leicht zu verkaufen, oder? Siehst du das anders? Ich finde sogar, dass diese Maßnahme eine ist, die sehr wohl sehr gut angenommen wurde. Also wir haben im vergangenen Jahr zu Beginn der 100 Jahre Gemeindebau, ich durfte ja 100 Jahre Gemeindebau feiern, auch so ein Glück, dass ich habe, dass ich sowas mitfeiern darf, haben wir auch angekündigt, dass wir eben wieder umstellen von der Teambetreuung in die Einzelbetreuung. Und zwar, dass die Mieterinnen und Mieter wieder ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner haben. Dass sie wissen, wer für sie zuständig ist, wen sie fragen können, wer für sie da ist. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut angenommen worden. Wir haben die Umstellung jetzt auch schon zu fast 90% geschafft. Und ich kriege durchwegs positives Feedback. Und es passt ein bisschen auch zu dem, was Wiener Wohnen und auch ich, was wir gerne gemeinsam verkörpern, nämlich dass Wiener Wohnen mehr ist als eine Hausverwaltung, nämlich eine soziale Hausverwaltung. Und du hast das Miteinander richtigerweise angesprochen. Da sind einerseits die Hausbesorger natürlich dafür da, aber wir machen auch wirklich viele, viele andere Sachen, um dieses Miteinander zu fördern. Und da ist ein wesentlicher Part, spielt da die Wohnpartner, die es jetzt schon seit 10 Jahren gibt, die sich um das Zusammenleben im Gemeindebau kümmern, die sich darum kümmern, wenn es Nachbarschaftskonflikte gibt und Schwierigkeiten gibt, als Mediatoren für die Mieterinnen und Mieter da zu sein. Das ist mitunter nicht einfach, aber es ist wichtig, dass es sie gibt und dass sie Ansprechpersonen sind, weil wenn man Probleme hat, wenn man Sorgen hat, wenn man Ängste hat, dann ist es schön, wenn man weiß, dass man sich an jemanden wenden kann. Aber sie machen nicht nur diese Nachbarschaftskonflikte, die Wohnpartner, sondern sie machen auch sehr, sehr viel im Gemeinwesenarbeit. Und das schafft ein bisschen so die Identität auch im Gemeindebau. Wenn ich dann nur an den ersten Wiener Gemeindebau-Chor denke, der wirklich großartig singt, den ich schon bei vielen Auftritten bewundern konnte, ich muss wirklich sagen, bewundern konnte, weil da viele Damen und Herren aus den unterschiedlichen Gemeindebauten in ganz Wien miteinander singen. Das ist doch schön. Oder wenn man sich beim Lernen unterstützt, die Kinder, die Unterstützung brauchen. Und ganz, ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, um sich kennenzulernen, um in einem Gemeindebau das Gemeinsame ein bisschen mehr hervorstreichen. Und da sind die Wohnpartner wirklich großartig. Ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass Wien sozialdemokratisch regiert wird, weil man nur auf diesem Weg die Möglichkeit hat, diese hohe Komplexität, die das menschliche Zusammenleben ausmacht, auch in die richtige Richtung zu steuern. Wir bemerken, glaube ich, schon sehr stark, dass es zu einer Vereinzelung kommt. Da haben durchaus auch die digitalen Medien etwas damit zu tun. Aber es ist auch eine Art von Stimmung in der Gesellschaft, dass etliche zurückgelassen werden. Und zwar ist das ein, würde ich sagen, ein Metatrend, den man ja auch international zu beobachten hat. Die Möglichkeit, diese Achtsamkeit, diese Empathie im täglichen Zusammenleben zu fördern, die hat man nur, wenn man, so wie in Wien, über eine derartig große Zahl an Wohneinheiten verfügt,
die man, wo man solche Maßnahmen überhaupt setzen kann. Genau, dass man überhaupt handlungsfähig ist. Und du hast recht, das zeichnet natürlich die sozialdemokratische Politik in allen Feldern aus. Dass wir natürlich wollen, dass niemand zurückgelassen wird und dass wir für alle da sind. Wir versuchen es zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Und es hat gerade in dieser Covid-19-Krise gezeigt, wie wichtig es ist, dass man handlungsfähig bleibt, dass wir wirklich innerhalb kürzester Zeit all diese Maßnahmen, die ich vorher erwähnt habe, umsetzen kann. Weil man eben mit dem Gemeindebau 220.000 Wohnungen hat, weil man mit den gemeinnützigen Partnern hat, die mit uns an einem Strang ziehen, um hier Maßnahmen zu setzen, die die Menschen dann sofort und unmittelbar spüren. Und auch da waren die Wohnpartner wichtig, denn wir haben auch ein Nachbarschaftstelefon eingerichtet. Weil natürlich auch die Frage war, wir dürfen die Mieterinnen und Mieter, die alleine sind, in dieser Corona-Krise nicht alleine lassen. Und da gab es viele, viele Anrufe, die oft lang dauerten, weil einfach auch das Bedürfnis da war, mit jemandem zu sprechen, weil die Einsamkeit groß war. Aber auch kürzere Telefonate, wo es nur darum ging, wie kann man jemand was zum Essen bringen, wie komme ich zu meinen Medikamenten. Da hat es ja viele Initiativen in der Stadt gegeben. Es war auch schön zu sehen, wie solidarisch man hier in Wien miteinander umgeht. Aber wie gesagt, auch dieses Nachbarschaftstelefon sehr wichtig war, um den Kontakt mit den Mieterinnen und Mietern nicht zu verlieren und zu sagen, hallo, wir sind für euch da. Ich würde meinen, das gibt auch Anlass zur Zuversicht, dass wir bei den kommenden Wahlen auch einige von den Menschen wieder zurückgewinnen können, die zu anderen Parteien abgewandert sind und dass wir auf diesem Weg die Unterschiede auch herausarbeiten können. Und ich glaube, da ist jetzt tatsächlich dieses Match, das der Bund schon seit einiger Zeit begonnen hat und eröffnet hat gegen Wien, und durchaus auch im Zuge der Krise fast eine Gelegenheit, dass man Unterschiede sehr prägnant herausarbeitet. Stimmt, die Unterschiede zeigen sich sehr deutlich, wer für die Wienerinnen und Wiener ist und wer nicht. Aber ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass all die Maßnahmen, die wir in den vergangenen Jahren, und jetzt kann man wirklich weiter zurückblicken, und auch in den vergangenen 2 Jahren als neue Stadtregierung unter Michael Ludwig gesetzt haben, die für die Wienerinnen und Wiener entscheidend sind. Wenn ich nur denke, dass in Wien die Gratis-Ganztagsschule startet im September. Ich meine, das ist schon etwas ganz Besonderes. Das ist das, wofür sozialdemokratische Bildungspolitik steht, nur als Beispiel genannt. Aber es stimmt, es hat sich jetzt wieder herauskristallisiert, was ist der wesentliche Unterschied zwischen einer sozialdemokratischen Politik und eben nicht. Eine spannende Herausforderung im Europa, glaube ich, wird sein, die Leistbarkeit zu sichern, indem man die Baukosten einigermaßen im Griff behält. Jetzt haben wir da in Wien mit einem doch bemerkenswerten Phänomen zu tun, dass die Förderung und die Qualitätskriterien der Förderung einerseits wunderbar sind, andererseits ein bisschen Gefahr laufen, dass die Kosten immer schwerer haltbar sind. Man sieht das auch manchmal, wenn man das vergleicht mit dem freifinanzierten Wohnbau. Hast du da Überlegungen angestellt? Haben deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Überlegungen angestellt, wo man da mittelfristig hingehen könnte? Wir stellen ständig Überlegungen an zu allen unterschiedlichen Themen, aber da hat schon Michael Ludwig kurz, bevor er Bürgermeister geworden ist, eine wesentliche Maßnahme gesetzt, indem er die Obergrenze gekippt hat, um so noch mehr Förderung an die Bauträger zu bringen. Aber es ist natürlich wichtig, dass man da im ständigen Kontakt bleibt und das versuchen wir auch. Und wir haben mit unseren Bauträgerwettbewerben beim Wohnfonds natürlich auch eine hohe Latte an Qualität. Der Wiener Wohnbau steht für eine wirklich großartige Qualität. Und von der möchte ich aber auch nicht abgehen. Das heißt, ich bin durchaus bereit, gemeinsam zu überlegen, immer zu überlegen, was können wir besser machen, was können wir anders machen. Denn jeder muss sich weiterentwickeln und das tue ich auch ständig und probiere auch ständig. Aber ich möchte von der guten Qualität, für die der Wiener Wohnbau steht, nicht abgehen. Zu dieser guten Qualität gehören ja auch die Klimaschutzmaßnahmen, die in der letzten Zeit sehr forciert worden sind. Also alles, was Begrünung betrifft, auch im Bereich des Gemeindebaus. Welche Entwicklungen siehst du da auf uns zukommen?
Also das stimmt, diese Klimapolitik haben wir aber auch nicht erst vor kurzem erfunden, sondern das macht man schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben zum Beispiel in der Bauordnungsnovelle das Ende für Ölheizungen beim Neubau beschlossen. Wir schauen auch das Thema Photovoltaik natürlich ganz, ganz stark an, weil das eine Möglichkeit ist, andere Energie umzusetzen. Also da sind wir ganz stark dahinter, einerseits als Wiener Wohnen, andererseits auch als MA34 mit den Amtsgebäuden der Stadt Wien. Und natürlich ist Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung auch immer wieder ein wichtiges Thema. Und wir konnten jetzt auch den ersten Gemeindebau, die Stadträtin Uli Sinn und ich, gemeinsam begrünen. Also wir probieren hier wirklich viele Maßnahmen zu setzen, um dem Klimaschutz gerecht zu werden. Wenn ich nur denke an zum Beispiel den Favoriten, die Biotop City am Wienerberg, diese Quartiersentwicklung beschäftigt sich ausschließlich mit diesem Thema. Auch dem Sophienspital geht es darum, also wir setzen wirklich immer wieder Maßnahmen und nehmen dieses Thema sehr, sehr ernst. Zum Stichwort Stadterneuerung. Damit hast du ja sozusagen auch einen Fuß in der Stadtplanung, auch wenn das sozusagen einen anderen Begriff hat. Welche Schwerpunkte verfolgst du da? Die Sanierung ist auch ein wesentliches Thema bei uns, das ist richtig. Und da geht es natürlich in der Region um thermisch-energetische Sanierung. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage für die Mieterinnen und Mieter. Aber auch da ist die Stadt sehr, sehr innovativ und sehr, sehr modern. Ich denke da nur an das Projekt Smarter Together, das wir in den vergangenen Jahren initiiert haben und ich abschließen durfte. Das ist ein Projekt in Simmering, wo wir einerseits zwei Gemeindebauten thermisch-energetisch saniert haben, also auch eine große Anlage eines geförderten Wohnbauträgers. Wir haben die Bevölkerung hier sehr stark mitgenommen. Wir haben Carsharing hier, E-Mobilität zu einem wichtigen Thema gemacht. Und wir haben auch eine Schule mit eingebunden, indem wir dort jetzt 4 Null-Energieturnziele haben. Also das ist ein Beispiel davon, wie moderne, sanfte Stadterneuerung gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern funktionieren kann. Und wir werden dieses Projekt Smarter Together auch weiter fortsetzen. Und das freut mich sehr. Du hast es mit den Wohnpartnern als ein Beispiel schon angesprochen. Für die Sozialdemokratie war immer die Frage der Mitbestimmung eine sehr wesentliche Triebfeder. Gibt es da noch weitere Überlegungen, zum Beispiel in Bau- und Planungsprozessen die Menschen einzubeziehen, die zukünftigen Nutzer von Wohnhausanlagen einzubeziehen? Also im Bau- und Planungsprozess bin halt ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Das muss die Stadträtin, die auch für Bürgerbeteiligung zuständig ist, beantworten. Aber ja, natürlich, das ist auch ein Thema, an dem man nicht nur vorbei kann und auch nicht nur vorbei darf, weil ich schon der Meinung bin, dass man die Bewohnerinnen und Bewohner, die dort schon wohnen in den Kreiseln, wo wir entwickeln, immer mit einbeziehen muss. Und wir machen das im Wohnbaubereich zum Beispiel mit der Gebietsbetreuung, die wir oft in diese neuen Entwicklungsgebiete schicken, um dort auch Kontakt mit der bereits ansässigen Bevölkerung aufzunehmen und sie mitzunehmen, um ihnen zu sagen, was tut sich dort in eurem Kreisel. Was entwickelt sich? Weil natürlich ist man verunsichert und fragt sich, was tut sich da? Dazu ziehen so viele Leute her, da wird es denen den Verkehr geben. Ich fühle mich nicht mehr wohl, ich fühle mich nicht mehr so zu Hause in meinem Kreisel. Und da muss man die Leute schon mitnehmen. Das heißt, Bürgerbeteiligung oder Bürgereinbindung ist für mich definitiv sehr, sehr wichtig. Weil wenn man die Leute nicht mitnimmt, dann wird es auch schwer, mit den Botschaften zu kommunizieren. Dann wird es auch schwer mit dem Verständnis. Und deshalb finde ich das wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das auch weiter vorantreiben. Aber wir machen es auch gemeinsam mit der Verplanungsstadträtin in den unterschiedlichen Gebieten. Also das ist auch etwas, an dem man wirklich nicht mehr vorbei darf. Gibt es aktuell für dich ein besonders prägnantes Beispiel dafür, dass man diese Spannung, von der du gerade gesprochen hast, hier die Menschen, die schon seit längerer Zeit vor Ort leben und dort die noch gar keine Vertretung in dem Sinn haben, weil sie noch nicht dort leben und leben, für die aber neu gebaut wird, wie man das sozusagen moderierend kultivieren kann? Ja, ein Beispiel, das mir als Favoritnerin natürlich gleich einfällt, ist die Entwicklung in Oberlau in Rot-Neusiedl, die es natürlich geben wird. Rot-Neusiedl ist seit vielen, vielen, ich glaube, nur schon Jahrzehnten sagen, ein Stadtentwicklungsgebiet oder ein Stadterweiterungsgebiet ausgewiesen. Und auch in Oberlau tut sich natürlich einiges aufgrund der Verlängerung der U1. Und da ist es mir auch ganz wichtig, dass man gemeinsam dieses Projekt entwickelt und auch die Anregungen und die Sorgen, so wie ich es vorher schon gesagt habe, der Bewohnerinnen und Bewohner ernst nimmt. Aber klar ist auch, dass sich entlang einer U-Bahn eine Stadt weiterentwickeln wird.
dass ich nicht vergesse, Sie können auch Fragen stellen. Möglicherweise hätte ich das ganz zu Beginn auch schon sagen sollen. Wir haben jetzt noch ungefähr 25 Minuten Zeit und wir sind gerne bereit, Ihre Fragen, die Sie an uns und an die, vor allem an die Katrin Kahl richten, dann auch zu beantworten. Liebe Katrin, ich habe zuerst schon einmal angesprochen, dieses auf mittelfristige Entwicklungen zu schauen und die im Auge zu haben. Ich habe schon den Eindruck, dass dein Optimismus ungebrochen ist, dass man sozusagen wirklich eine positive Entwicklung der Gesellschaft auch unter jetzt sehr schwierigen Bedingungen vorantreiben kann und dass nicht unbedingt dieser Trend zur Ellbogengesellschaft, den auch einige politische Kräfte vertreten, der letztendlich erfolgreichere sein muss. Ja, das glaube ich auch wirklich, dass er nicht erfolgreicheres sein muss. Ich finde gerade, Wien hat immer wieder bewiesen, wie sehr man füreinander da sein kann in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und die Corona-Krise jetzt zeigt es gerade ganz aktuell, wie solidarisch die Leute miteinander umgehen. Das sind oft Kleinigkeiten wie zum Beispiel Balkonkonzerte oder Balkonmusik, um miteinander ein bisschen Freude wieder zu vermitteln, um das Applaudieren für gewisse Bevölkerungsdichten oder für systemrelevante Berufe. Wie gesagt, ich bleibe dabei, das Applaudieren kann nicht alles sein, aber es ist schon ein Zeichen der Wertschätzung und des Respekts, das, glaube ich, auch manchmal ganz gut tut, bis hin zu dem gemeinsamen Besorgungen erledigen oder für jemanden Besorgungen erledigen. Also es hat sich jetzt schon herauskristallisiert, wie solidarisch und großartig die Menschen hier in dieser Stadt sind. Nicht, dass wir es vorher nicht wussten, aber jetzt hat man es auch noch einmal bewiesen bekommen. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass Wien auch weiterhin so agieren wird, weil das zeichnet uns einfach aus. Dazwischen gibt es natürlich auch immer wieder Themen und Probleme, aber dazu sind wir da, um sie gemeinsam zu lösen. Aber Wien ist als Stadt schon etwas ganz, ganz Besonderes. Stichwort fünftes Frauenhaus in Wien. Was kann man da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen dazu? Das Thema Gewaltschutz war für mich von Anfang an ein sehr wichtiges. Und da hat sich für mich sehr positiv ergeben, das Thema Wohnbauressort und das Thema Frauenressort hier kombiniert haben zu dürfen. Und deshalb haben wir sehr, sehr schnell das fünfte Frauenhaus auf den Weg gebracht. Der Verein Wiener Frauenhäuser mit der Vorsitzenden Gemeinderätin Martina Ludwig-Feimann und der Geschäftsführerin Andi Brehm, die leisten mit ihren Kolleginnen wirklich großartige Arbeit in Situationen, die wirklich eine Ausnahmesituation sind. Und ich durfte auch ein Frauenhaus schon besuchen und kann wirklich nur sagen, dort arbeiten so viele tolle Frauen, die für die Frauen, die von Gewalt betroffen sind, auch mit ihren Kindern wirklich ein Anker sind und eine große Hilfe sind, wieder zurück in ein gewaltfreies Leben zu finden. Und deshalb war es mir wichtig, hier auch noch weitere Schritte zu setzen. Und das haben wir mit dem fünften Frauenhaus sehr schnell auf den Weg gebracht. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Du hast auch schon angesprochen, die große Resonanz, die Wien mit seinen Leistungen auch international hat. Für mich eine sehr gute Plattform, auf der das zusammengefasst wird, ist die internationale Bauausstellung. Entwickelt sich die zu deiner Zufriedenheit und welche Perspektiven sehen wir da vor uns? DIEBE ist ja ein Projekt des damaligen Wohnbaustadtrats von Michi Ludwig, ein Projekt, das ihm immer sehr wichtig war und das zu Recht. Es gab ja bis jetzt die internationale Bauausstellung noch nie außerhalb Deutschlands, wir sind ja die erste und wir haben den Schwerpunkt sozialen Wohnbau. Und das ist genau das, was wir gut können und das ist genau das, wo wir viel herzeigen können. Und da gibt es wirklich viele großartige Projekte, die die IWA betreut, die in diesem IWA-Projekt mit dabei sind. Nur da wird es dann auch unsere Aufgabe sein, das einerseits dem Fachpublikum näher zu bringen, als aber auch den Wienerinnen und Wienern näher zu bringen, was wir im Zuge der IWA, was die Stadt Wien im Zuge der IWA im sozialen Wohnbau macht. Die Corona-Krise zeigt auch, wie wichtig die Wohnung selber ist. Da, glaube ich, kommen schon langsam auch ein bisschen Fragen bezüglich der Wohnungsgröße, aber auch, wie wichtig das Wohnumfeld ist. Hat sich da für dich schon herauskristallisiert, dass es da Tendenzen gibt, zum Beispiel zu etwas
anders geschnittenen Wohnungen zu mehrfach nutzbaren Räumen, und zwar noch stärker, als wir das bisher auch schon entwickelt haben. Ganz sicher, der Trend geht ganz sicher in diese Richtung, da hast du vollkommen recht. Und das Wesentliche ist natürlich das Wohnumfeld, in dem ich mich wohlfühlen soll, in dem ich mich sicher fühlen soll, wo ich gern heimkomme. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Stadt auch immer Quartiere entwickelt. Quartiere entwickeln, die mehr hergeben, wie nur, in Anführungszeichen, die Wohnung. Wo wir natürlich die entsprechende technische Infrastruktur haben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wo wir die entsprechende soziale Infrastruktur haben, wo wir Kindergärten haben, wo wir Schulen haben, die Stadt der kurzen Wege auch wirklich leben. Und da gibt es viele tolle Quartiersentwicklungen in der Stadt, wie das Quartier in der Wolfganggasse in Meidling oder aber auch im Gasverkehr Leopoldor in Floridsdorf. Also ganz, ganz viele tolle Quartiersentwicklungen in der Stadt, wo man eben darauf schaut, dass dieses Wohnungsumfeld für alle Menschen gut ist. Ich habe jetzt zwei Fragen, die ich gerne stellvertretend an dich stelle. Die erste Frage: In Ihrem Ressort verbinden Sie Frauen und Wohnen. War das für Sie eine erfolgsbringende Kombination? Waren dadurch Projekte leichter umzusetzen? Definitiv. Am Anfang meiner Tätigkeit als Stadträtin war das die Frage, die ich am häufigsten von Journalistinnen und Journalisten gestellt bekommen habe. Frau Gall, Frauen und Wohnen, wie passt denn das überhaupt zusammen? Und jetzt nach 2 Jahren kann man resümieren, es passt sehr, sehr gut zusammen. Dass wir, wie bereits erwähnt, das 5. Frauenhaus so schnell und so zügig auf Schiene gebracht haben, verdankt dieser Kombination Wohnbau- und Frauenressort. Dass wir in der Stadt Wien innerhalb kürzester Zeit ein Frauenzentrum eröffnet haben, eine Anlaufstelle für die Wienerinnen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen, wo Psychologinnen, wo Juristinnen, wo Sozialarbeiterinnen arbeiten, dass wir das so schnell auf die Reise gebracht haben, verdanken wir der Kombination Frauen und Wohnen. Dass wir uns dem Thema Alleinerziehenden im Wohnbau ganz besonders widmen, verdanken wir auch dieser Kombination. Also ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich Frauen- und Wohnbaustadträtin sein muss. Die nächste Frage: War es Ihnen möglich, Projekte auch in der Corona-Zeit weiter umzusetzen? Wo lagen die Herausforderungen in dieser Zeit? Natürlich. Also es stand vieles still in dieser Stadt, aber ganz sicher nicht alles. Und wir haben uns natürlich weiter mit den vielen wichtigen Projekten, die wir haben, beschäftigt. Halt mehr über Videokonferenz und weniger über den persönlichen Kontakt. Aber man kann nicht alles stillstehen lassen in so einer Zeit. Es waren alle aktiv und alle haben weiter daran gearbeitet, an vielen unterschiedlichen Projekten. Hat sich für dich persönlich neue Formen der Arbeit über Videokonferenzen herauskristallisiert? Ist es dein Wunsch, dass du komplett analog wieder wirst, oder wird ein bisschen was davon übrig bleiben? Ich glaube schon, dass ein bisschen was davon übrig bleiben wird, weil manchmal ist es ganz nett, wenn man nicht nur telefonieren muss, sondern jetzt schnell einmal sagen kann, lass uns doch eine Videokonferenz machen. Aber ich muss auch zugeben, dass ich nach wirklich unzähligen Videokonferenzen es schon ein bisschen vermisse und den persönlichen Kontakt suche, die Leute wieder zu sehen, sie anzulächeln, mit ihnen zu plaudern. Es ist einfach eine andere Vertrauensbasis da als über eine Videokonferenz. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es manchmal auch sehr schön sein kann, auf so ein Mittel zurückzugreifen. Also ich möchte ein bisschen was behalten, aber schon mehr wieder zurückgeben in den persönlichen Kontakt. Noch eine Frage habe ich da. Darf man in den nächsten Jahren auch mit Maßnahmen im Bereich Alleinerzieherinnen rechnen? Ja, also ich bemühe mich, dieses Thema wirklich sehr ernst zu nehmen, weil ich durfte auch im vergangenen Jahr es war zu Beginn dieses Jahres, also im Jänner, eine Enquete eröffnen, die wir ins Leben gerufen haben. Da ging es auch um das Thema Wohnen und Frauen. Und da war auch von vielen Expertinnen gleich klar, dass das Thema Alleinerziehende wirklich ein wichtiges ist. Und deshalb wollen wir uns auf jeden Fall auch weiterentwickeln. Wir haben, wie gesagt, das Wohnmodell für Alleinerziehende gefördert, mittlerweile, glaube ich, in 7 oder 8 Quartiersentwicklungen. Zum Beispiel in Meiden, in der Wolfganggasse. Oder aber auch im 14. Bezirk in der Käthe-Dorsch-Gasse, wo ich jetzt gemeinsam mit dem Jugendschreiner Horst den Spatenstich für den Campus machen durfte. Also wir werden das da sicher wirklich fast ein bisschen zum Standard machen, so ähnlich wie die 4. Säule bei den Bauträgerwettbewerben, die soziale Säule. Aber wir haben uns auch bei Wiener Wohnen, ich glaube, ich habe das auch schon erwähnt, ein bisschen weiterentwickelt. Und wir haben auch da einen neuen Wohnbedarfsgrund für Alleinerziehende geschaffen, die kein eigenes Mietverhältnis haben, so die Chance haben, auch hier eine Wohnung zu bekommen. Also das ist ein Thema, das uns ganz sicher weiter beschäftigen wird. Ja.
du die Möglichkeiten aus dem Trend zur Wohngruppe, sicher eine, ein Format für eine überschaubare Anzahl von Menschen, auch Schutzwohnungen für den allgemeinen Wohnbau zu ziehen? Du meinst die Baugruppen? Ja, nein, das ist ein Wohnmodell, das ich sehr charmant finde, das, und so ehrlich muss man sein, sicher nicht für jedermann geeignet ist, das aber durchaus seine Berechtigung und auch seinen Platz in unserer Stadt hat. Aber natürlich mein Hauptaugenmerk auf den klassischen geförderten Wohnbau bleibt und nicht auf den Baugruppen, wobei ich doch finde, dass sie immer wieder ihren Platz haben sollten, weil sie wirklich eine gute Geschichte sind grundsätzlich, aber wir schauen, dass wir leistbares Wohnen für die Wienerinnen und Wiener in unserem Bauträgerwettbewerb, in unserem Gemeindebau schaffen. Es werden sehr anstrengende Monate jetzt auf dich zukommen, also das Führen dieses großen Ressorts auf der einen Seite und jetzt noch, wenn wir dann wieder mehr Bewegungsfreiheit haben, sehr viele Termine wahrzunehmen, wo du auf die Menschen zugehst. Was hast du dir denn da persönlich vorgenommen? Was sind deine wichtigsten Botschaften? Wir haben jetzt viele davon schon angesprochen, ja. Aber es ist vielleicht zur Abrundung unseres Gesprächs auch dann gut zu sagen, okay, und jetzt gibt es sozusagen ein paar Highlights. Oder ist das so viel, weil du ein derartig komplexes Ressort verwaltest, dass du da fast ein bisschen in Verlegenheit kommst, wenn du solche Schwerpunkte noch einmal zusammenfasst? In meiner Kommission sehr, sehr gerne in Verlegenheit, wenn es darum geht, dass ich zu viele Botschaften habe, die ich vermitteln will. Ich freue mich auf den Wahlkampf, ich freue mich sehr. Ich habe die 2 Jahre sehr genossen, in dieser Staatsregierung zu arbeiten, ein Teil dieses Teams von mich in Ludwig zu sein, weil wir wirklich auch eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe haben. Und wir konnten in den 2 Jahren wirklich auch viel umsetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das kommunizieren, wie gut verständlich können wir das kommunizieren, weil allein die Flächenmitnutzungskategorie, die wirklich großartig ist und ein Meilenstein ist zur Absicherung des sozialen Wohnbaus, zu erklären und zu kommunizieren, da muss uns schon noch was Gutes einfallen, aber auch, dass wir umgestellt haben, dass jede 2. Neubauwohnung eine Smart-Wohnung sein muss, das Smart-Wohnbau-Programm, das Michael Ludwig eingeführt hat, jetzt werden wir 50% Smart-Wohnungen im Neubau. Das sind schon Maßnahmen, die wirklich, wirklich großartig sind. Ich glaube, wir müssen authentisch, und das authentisch wird uns nicht schwerfallen, weil wir wirklich dafür auch stehen, sowohl der Michi Ludwig als Bürgermeister, als auch ich als Wohnbaustadträtin, wenn ich jetzt in dem Bereich nur bleibe, gilt natürlich für alle anderen Bereiche auch, dass wir wirklich für leistbares Wohnen in dieser Stadt stehen. Dass wir Wohnen als Grundrecht sehen, dass die Menschen sich qualitätsvolle, leistbare Wohnungen in der ganzen Stadt leisten können. Und das zeichnet Wien aus. Und ich glaube, wenn wir dieses Gefühl vermitteln mit all den Maßnahmen, die wir so rundherum setzen, dann bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich freue mich sehr auf den Wahlkampf. Es ist ja auch nicht der erste Wahlkampf, den ich mache. Es war der erste als Stadträtin, aber das ändert sich nicht. Man rennt das auch Gemeinderätin genauso viel wie als Bezirksvorsteherin, als Bezirksvorsteher, als Bezirksrätin, als Bezirksrat. Man rennt für seinen Bezirk, man rennt für seine Partei. Auch ich bin mir sicher, dass die ganzen PSA-Mitglieder unterwegs sein werden für uns und dafür jetzt schon ein großes Dankeschön. Also ich bin auch überzeugt davon, dass alle, auch die, die hier heute zuschauen, sich den 11. Oktober ganz rot anstreichen im Kalender, und zwar nicht nur, um selber hinzugehen zur Wahl, sondern auch, um als Multiplikatorin und Multiplikator zu wirken. Ich glaube wirklich, auch diesmal wird es zu einer ganz wichtigen Richtungsentscheidung kommen. Wien hat derartig viel vorzuweisen an sozialdemokratischen Errungenschaften, dass wenn diese Möglichkeiten auch nur eingeschränkt werden, dass das weit über die Grenzen Wiens hinaus Konsequenzen hätte. Ich weiß, es ist wahrscheinlich immer wieder schwierig, dass man die Möglichkeiten immer wieder eine Mutter der Wahlschlachten sozusagen bemüht. Und das haben wir jetzt doch schon ein paar Mal hinter uns gebracht. Aber man glaubt es nicht, es ändert sich in Wirklichkeit die Dramatik der Situation nicht. Und aus dem Grund wird es sicher sehr stark darauf ankommen, dass alle, die dieser Bewegung zugehören, die sich mit dieser Bewegung verbunden fühlen, alles tun, damit dieses Wahlergebnis den Leistungen Wiens gerecht wird, die man ja vorweisen kann. Ja, wir müssen wirklich alle gemeinsam rennen und kämpfen, weil es ist für die Sozialdemokratie natürlich unglaublich wichtig, dass das rote Wien erhalten bleibt. Das ist auch genau das, was allen anderen Parteien ein Dorn im Auge ist.
die Gefahr einer Dino-Koalition, einer Koalition der Grünen, der ÖVP und der NEOS, die ist da. Es ist zwar dieses Duell nicht mehr da, von dem du gesprochen hast, mit den Freiheitlichen, das heißt aber nicht, dass das deshalb ein gemahler Business für uns. Also ich bin mir sicher, wenn Grün, Türkis und Pink, die NEOS die Chance haben, einen Jahrhundertchance haben, einen sozialdemokratischen Bürgermeister in Wien zu verhindern, dann werden die diese Chance nutzen. Die werden sich einigen. Und das gilt es definitiv zu verhindern. Und dafür sind wir alle, darum sind wir alle gefordert, wirklich alles zu geben für diesen 11. Oktober, alles dafür zu geben, dass wir weiterhin einen sozialdemokratischen Bürgermeister, nämlich Michael Ludwig, haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass das allen bewusst ist und es zeichnet die Wiener Sozialdemokratie auch aus, dass sie geschlossen und geeint jetzt in diesen 11. Oktober kämpfen. Und ich möchte noch hinzufügen, dass wir auch weiterhin eine sozialdemokratische Wohnbaustrategie haben, natürlich. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in dieser Form auch vom BSA einiges beitragen können. Ich denke auch, dass die Wertschätzung, die mit dieser Gesprächsreihe, dass alle, auch deine Kolleginnen und Kollegen, zu uns kommen werden, sehr wohl auch motivieren wirken. Ich habe jetzt doch noch ein paar Fragen hereinbekommen. Die eine, gibt es Überlegungen, über die bestehenden Wohnbauprogramme hinaus neue Initiativen und neue Zugänge für geförderten Wohnbau zu setzen und damit auch zusätzliche Wirtschaftsinitiativen im Bereich der Baubranche zu setzen? Ich glaube, wir setzen wirklich maßgebliche Impulse in der Bauwirtschaft mit unserer Wohnbauoffensive. Das ist auch gerade in Corona-Zeiten und in Zeiten der Kurzarbeit und der hohen Arbeitslosigkeit wichtig, dass die Bauwirtschaft weiter vorangetrieben wird und wir bauen sehr viel, wir entwickeln sehr viel, wir haben sehr viele Wettbewerbe laufen. Aber ich glaube, unser Modell, so wie wir es haben, läuft zurzeit sehr gut. Dann gibt es die Frage von jemandem namens Kolosvari. Liebe Katrin, du warst ja lange politisch in Favoriten tätig. Favoriten ist eine Art Melting Pot in Wien. Was wird und wurde dort getan, um Parallelgesellschaften entgegenzuwirken? Ich bin immer noch in Favoriten tätig. Ich bin nach wie vor Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Favoriten. Und Favoriten ist so wie alle anderen Bezirke in Wien natürlich auch gut durchmischt. Und das ist auch gut so. Also ich habe heute gerade erst erfahren, dass Favoriten, wenn es eine Stadt wäre, die drittgrößte Stadt ist, was die Einwohner betrifft, wir haben mittlerweile Linz überholt. Und das heißt natürlich auch viel Verantwortung und viel Arbeit für den Bezirksvorsteher und sein gesamtes Team in der Bezirksvertretung. Aber wir versuchen hier gemeinsam wirklich Favoriten auch immer positiver und immer positiver zu entwickeln, wenn ich dann nur an den Hauptbahnhof, an das Sonnenviertel, an den Wienerberg mit Biotop City, heute habe ich schon erwähnt, an die Entwicklung in Oberla, wir haben die U-Bahn jetzt, wir kriegen eine zweite U-Bahn. Also es tut sich sehr, sehr viel in Favoriten und wir probieren das auch gemeinsam gut weiterzuentwickeln. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Frage. Nach gewonnener Wahl in Salzburg vor 2 bis 3 Jahren töten die Türkis-Schwarzen sofort im Anschluss, dass sie nun die Wien-Wahl auch gewinnen wollen und dann als eine der ersten Maßnahmen die Gemeindebauten verkaufen zu wollen und die Schulden der Stadt damit zu tiefen. Einerseits sollte dieses ungute Vorhaben bei der kommenden Wahl in den Vordergrund gestellt werden. Andererseits die Frage, welchen Schutz gibt es für alle kommunalen Einrichtungen gegen Privatisierung? Der einzig wahre Schutz ist, weiterhin einen sozialdemokratischen Bürgermeister und ein sozialdemokratisches Regierungsteam zu haben. Weil natürlich steht der Ausverkauf der kommunalen Einrichtungen und hier jetzt in meinem Bereich der Gemeindebauten immer wieder zur Diskussion und zur Debatte, vor allem bei den Vertreterinnen und Vertretern der ÖVP. Und das stehen wir Sozialdemokraten ganz klar dagegen. Wie gesagt, es hat sich vor allem in dieser Corona-Krise jetzt bewiesen, wie wichtig es ist, dass man schnell auch Maßnahmen setzen kann, dass man schnell handeln kann und der einzig wahre Schutz ist einen sozialdemokratischen Wohnbaustadtrat oder Wohnbaustadträtin. Das ist ein so ein prägnanter Satz, dass eigentlich schon, obwohl wir noch 5 Minuten Zeit hätten, einen Schlusssatz bilden kann und auch bilden soll aus meiner Sicht. Ich bin überzeugt davon, wir alle, die wir hier auch in dieser Organisation sind, werden rennen, was das Zeug hält. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und wir hoffen alle, dass es uns gelingt, die
jetzige Position, das jetzige politische Gewicht nicht nur zu halten, sondern sogar auszubauen. Liebe Katrin, vielen Dank für deinen Besuch, für dieses sehr anregende Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das nette Gespräch mit dir, lieber Leo. Ich danke dir und ich darf mich ein paar Minuten, bevor die offizielle Dauer dieser Veranstaltung erreicht ist, schon von allen sehr herzlich verabschieden und mich auch bedanken für die rege Teilnahme und für die sehr interessanten Fragen.